Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Ja, ein kleines Set von Funhole ist auf dem Tisch. Dieses Set habe ich freundlicherweise geschenkt bekommen von Funhole. Ihr wisst, dass ich im Jahre 2023 sehr viele Sets von Funhole vorgestellt habe und die haben mir einfach dieses hier als kleines Geschenk hinterhergeschickt. Also, es ist der Flower Truck von Funhole. F9028 ist die Nummer mit 368 Teilen und der Altersangabe 8+. Natürlich ist auch dieses Set von Funhole wie alle Sets beleuchtet und das schauen wir uns mal an. Ja, das ist die Verpackung. Immer schön schwarz, hochwertig, stabil gebaut und auf der Rückseite haben wir dann das Vergleichsfoto einmal ohne und einmal mit Beleuchtung. In dem Fall sind es dann natürlich da die Scheinwerfer. Wo ist es denn auf dieser Seite? Die Scheinwerfer vorne, hinten. Ich denke mal, innen ist, glaube ich, auch noch eine Lampe. Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Dafür werde ich das Ganze mal kurzerhand öffnen. Kurzerhand öffnen. So ist es. Und ihr kennt die Verpackungen von Funhole, wie das aussieht. Innen schwarz Produkt, sehr hochwertig. Dann haben wir die Bauanleitung. Die Bauanleitung kommt daher, eine Garantiekarte, Service Card, das kennen wir alles. Und da haben wir auch schöne Bilder, wie dieser Blumenwagen dann aussehen wird. Ich freue mich auf ganz viele Einzelteile. Ja, Blumen, ganz viele Einzelteile. Und ja, da wird das Lichtset erklärt, das Minifigürchen bauen wir am Anfang zusammen. Und dann geht's los. Ich glaube, das ist alles verständlich wie bei den anderen Sets auch. Auch da, wo die Kabelführung dann sein muss. Wir haben die Tüte mit der Beleuchtung. Eine Tüte und dann geht's los mit ja, Rädern, grünen Teilen, hellblau. Hellblau natürlich, weil das ganze Fahrzeug, ich stelle es nochmal so dahin, ist natürlich hellblau gehalten. Deswegen hellblau, dunkelgrau und so weiter und so fort. Noch mehr blaue Teile. Noch mehr blaue Teile und eine Tüte mit dem Minifigürchen und so ein paar Spezialteilen, wo wir dann die Kabel drunter legen. Und natürlich eine ganz bunte Tüte mit Blumen. Ja, das Frühjahr ist naht oder ist fast schon da, ich weiß es nicht. Es ist übrigens gerade noch Januar, ja, als ich jetzt heute das Video mache. Es wird im März erscheinen, voraussichtlich. Dann ist vielleicht schon die ein oder andere Blume draußen, wenn das heute erscheint. Also, wer weiß das schon. Das baue ich jetzt zusammen. Den Flower Truck von Funhole. So sieht das Ganze aus. Und wenn zwischendurch irgendwas Spannendes sein sollte zum Zusammenbau, dann melde ich mich. Ansonsten sehen wir uns gleich schon mit dem fertigen Modell wieder. Ja, der Flower Truck von Funhole. Er ist fertiggestellt. Und bevor wir ihn aus der Nähe betrachten, noch ein paar kleine Informationen aus der Bauanleitung. Denn wir können das Minifigürchen mit zwei verschiedenen Köpfen bauen. Ja, so ist das. Da liegt der eine Kopf daneben und ein Kopf mit Augenzwinkern. Den habe ich da noch dran gemacht, genau wie auf der Verpackung. Der ist dann eingebaut. Ja, wir haben dann auch noch Teile über. Zwei Arme, vier Hände, ein paar Blumen und sonstige Kleinteile, die über waren. Es fehlte natürlich wie immer nichts bei Funhole. Und wir können dieses Minifigürchen dann, wenn ich hier nach hinten blätter, in die Bauanleitung dann natürlich alternativ auf den Fahrersitz positionieren, denn daneben auf dem Beifahrersitz, da gibt es eine 1x2 Fliese mit Noppe oben drauf, da können wir dann den Blumenstrauß, diesen hier mit der roten Rose, den können wir dann da drauf setzen. Das wollte ich euch noch kurz sagen und das ist auch noch dabei. Falls ihr dieses Modell dann ins Regal oder in den Wohnzimmerschrank oder sonst wo hinstellen wollt, dann könnt ihr, wenn ihr nicht die drei Knopfzellen LR44 benutzen wollt, dann könnt ihr auch alternativ eine Powerbank oder direkt die Steckdose benutzen mit diesem USB-Anschluss. Einfach dann den entsprechenden Anschluss des Batteriekastens da tauschen mit dem da. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen uns das Modell jetzt aus der Nähe an, denn es ist doch ein bisschen klein hier auf dem Tisch. Ich könnte es aber nochmal gerade messen, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, in der Länge zumindest mit allem drum und dran, mit hinten dem Efeu, was darunter ragt, etwa 20 cm, also das Fahrzeug selber ist vielleicht 18,5 oder so. Also, jetzt mal aus der Nähe. Bevor wir uns den Truck anschauen, nochmal ein kurzer Blick auf das Minifigürchen. Mit einem Augenzwinkern hält er da eingepackt diese große rote Rose in der Hand. Wirklich sehr schön gestaltet, finde ich super, macht einen super Gesichtsausdruck. Das nur mal am Anfang, das Minifigürchen. Ja, und jetzt kommt der
Truck dann ins Spiel mit vielen, vielen Blumen hinten drauf, denn darum geht's ja in diesem Set. Ja, viele rosafarbene, hellrosa, dunkelrosa und ein paar gelbe Blumensträuße obendrauf mit etwas Efeu oder runterrankenden Pflanzen hinten dran. Ja, das rankt da schon hinten beim Truck darunter. So sieht das Ganze aus. Es ist meine Lieblingsbeschäftigung, wird es nicht werden, Blumen zu bauen, aber es geht. Es ist ja noch übersichtlich. Also, das ist natürlich das, worauf es bei diesem Truck ankommt. Aber das ist natürlich bei Funhole nicht alles, denn wir haben, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir haben zwei bedruckte Steine, und zwar diese Tür. Fresh Flowers auf dieser Seite, ich glaube, ihr könnt das sehen, mit einem Blütenemblem obendrauf. Ja, frische Blumen. Und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls eine bedruckte Tür, Flower Truck. Ja, also zwei verschiedene Embleme. Oben ist auch dann das Fahrzeug abgebildet. Zwei verschiedene Türen. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Tür an der richtigen Seite eingebaut habe. Da habe ich beim Bauen ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Und wenn man hinten nicht aufpasst, ja, bei der Ladefläche und gleichzeitig redet und irgendwas zeigt, dann klappt das nicht bei mir. Das wisst ihr. Ich wollte euch aber eigentlich nur sagen, dass man die Türen öffnen kann. Ja, man kann die Türen öffnen, ist jetzt nicht so wichtig bei dem Modell, aber es geht. Man kann übrigens diesen Blumenstrauß, wenn er denn mal scharf wird, wird er nicht. Also diesen Blumenstrauß, den habt ihr eben gesehen, den kann man auf den Beifahrersitz, auf diese Noppe da setzen. Ja, und alternativ, was ich euch eben gezeigt habe, sitzt dann das Minifigürchen daneben als Fahrer zum Fahrzeug. Es könnte vielleicht ein Zitrön sein. Die Schnauze macht den Eindruck, als könnte es ein Zitrön sein. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas gewollt ist an Originalvorbild, dass da irgendwas sein soll, was dieses Fahrzeug dann... Also ihr wisst, was ich meine. Ja, so sieht das aus. Eine sehr schön hellblaue Farbe. Und es war auch kein Problem, zusammenzubauen. Es fährt auch wirklich locker flockig. Ja, ihr seht, es rollt. Und fährt auf diesem Gummireifen natürlich prima. Wo es aber im Endeffekt bei diesem Modell drum geht, ist natürlich das Licht bei Funhole. Und zwar haben wir vorne zwei Scheinwerfer. Und drunter haben wir eine Stoßstange, wo die dann aufgeklemmt werden. Ihr seht das, wie es gebaut ist. Es ist nicht so ganz gerade. Warum ist es denn nicht gerade? Naja, habe ich wahrscheinlich nicht so ganz gerade dahin geflanscht. Und hinten haben wir zwei orange Leuchten. Warum die nicht rot sind, weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall orange. Und wir haben noch eine Beleuchtung im Innenraum. Ja, ich hatte es, glaube ich, am Anfang schon erwähnt. Diese kleine Knopfzelleneinheit mit 3x LR44, die sitzt übrigens unter diesen Blumen. Kommt man jetzt nicht mehr dran. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig in dem Fall. Also man kann natürlich die Blumen abstecken, da kommt man da wieder dran. Die sitzt auf jeden Fall da drunter. Und unten drunter, unter dem Fahrzeug, da seht ihr diese Leiste, die da eingebaut wird und auch da fest reingeklemmt wird. Da sind vier Anschlüsse. Einer geht zum kleinen Batteriekasten und einer geht zur Heckbeleuchtung, einer zur Frontbeleuchtung und einer geht in den Innenraum, um den Innenraum zu beleuchten. Und wir haben einen kleinen On- und Off-Schalter. Den mache ich jetzt einfach hier mal an. Und dann seht ihr natürlich, wir fangen mal vorne an, dass die Scheinwerfer an sind vorne. Einmal rumgedreht, ohne die Blumen jetzt abzureißen. Hinten sind die beiden orangen Lampen an und drinnen, so kann man es, glaube ich, sehen, da hinter dem Lenkrad, da sitzt der Stein. Wir haben eine Innenbeleuchtung. Ich mache mal kurz das Dach ab, dann kann man es eventuell besser sehen, wenn ich es auch noch richtig zu euch hindrehen würde. Ich komme gar nicht so tief hier, da muss ich ein bisschen nach vorne kommen. Da seht ihr den Stein hinter dem Lenkrad. Das ist ein 1x2, na, jetzt so ist es, glaube ich, jetzt besser. Ein 1x2 Stein, da, der da sitzt. Es ist immer schwierig, spiegelverkehrt hier zu arbeiten. Ich werde das Licht etwas dimmen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz bei Dunkelheit an. So, das Licht ist etwas gedimmt und so sieht das Modell dann mit der Beleuchtung ja im Halbdunkeln aus. Ich wollte das Licht nicht ganz ausmachen. So sieht's aus. Ihr seht schön die LEDs. Die haben eine sehr hohe Helligkeit, muss ich mal sagen. Auch da innen drin, da kann man jetzt den Stein
Ja, er blendet schon so, er ist schon so hell, man kann ihn kaum sehen, diesen 1x2-Brick da drin, so hell ist er. Und das beleuchtet den Innenraum doch sehr schön. Ja, einmal nochmal rumgedreht von vorne, so sieht es aus. Und ihr seht auch schon, da ist der Innenraum innen sehr hell beleuchtet. Ja, ein wirklich sehr schönes Modell von Fanhol, finde ich mal wieder. Es ist wie alle Fanhol-Modelle sehr gelungen, sehr detailreich gebaut. Und gibt es noch was zu sagen? Ich hole mich noch mal ganz kurz ins Bild. Ja, da bin ich noch mal in Bild und Ton natürlich und ein kleines Fazit. Wie immer bei Fanhol, ich habe keine Einschränkungen bei dem Modell gefunden. Man muss natürlich aufpassen, dass man hinten nicht bei den Blumen anpackt, damit nichts abreißt. Das ist eigentlich auch klar. Vorher noch mal ein bisschen vorsichtig sein bei der Ladefläche, aber es ist ja ein Modell, was nicht bespielt wird, sondern irgendwo steht im Regal, denke ich mal. Und dafür ist es wirklich sehr stabil und fährt vor allen Dingen auch gut. Ja, ihr könnt es auch im Regal dann hin und her fahren, wenn ihr wollt. Bei mir kommt es auch ins Regal. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten. Nein, ihr dürft nur einmal raten, wo es hinkommt. Welches dieser Modelle, die da hinten im Regal stehen, es wohl ersetzen wird? Ja, ich will ja keinen angucken, aber ich glaube, es ist was Grünes, was dann da rauskommt und dieser kleine Kollege kommt dann da rein. Falls ihr das Video von dem da nicht gesehen habt, dann schaut es euch an. Egal, also macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.